Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Einsterne hier, Thorsten. Aber ja, ihr habt es im Thumbnail mal wieder gesehen, so fangen ja ganz, ganz viele Folgen an. Üben oder nicht üben, also ich weiß, dass der Frankie hier immer ganz, ganz viel übt. Auch wenn er sich immer ganz hoch in Legende tummelt, der findet immer irgendwo so die Zeit zwischen Einschlafen und Super Einschlafen, dass er immer wieder gegen uns battelt, also diese sogenannten FCs, die Friendly Challenges, mit uns spielt, beziehungsweise immer wieder fordert, übt, egal welche Bases dahinter sind. Ich zweifle das immer gerne an, so nach dem Motto, warum soll ich üben auf Bases, die der Gegner nicht unbedingt hat. Aber vielleicht macht es ja doch manchmal ein bisschen Sinn, um so ein bisschen Queenwalk zu üben, Zauberschmeißen üben. Wie komme ich in irgendwelche Base rein? Und ich bin ja heute auch mal wieder am ganz, ganz komischen Device. Tatsächlich hatte die Tage jemand geschrieben, kannst du das nicht wieder in diesem Format machen? Nein, das mache ich eher selten, denn das ist mein Handy und auf dem Handy nehme ich echt selten auf. Aber wenn es passt, heute hat es mal wieder gepasst, dann nehme ich das einfach mal mit rein, denn dann will ich nicht unbedingt Device wechseln, also nicht irgendwie auf dem PC oder auf dem Tablet was machen, sondern wenn ich schon ein bisschen was parat habe, wo ich so ein bisschen was im Kopf habe, dann mache ich das ganz gerne auch mal am Handy hier. Und ich muss dazu immer nur auf die komische andere Brille wechseln, denn ihr wisst, ich bin ein bisschen älter und müsste eigentlich eine Gleitsichtbrille tragen. Ich wehre mich immer noch vehement, aber egal. Aber er kommt hier echt cool rein, super gefunnelt hier mit dieser Truppe. Und ihr werdet gleich sehen, wie schwer ich mich getan habe, als, ja, ich habe es da am Anfang schon verraten, als Ein-Sterne-Hirsch. Zweimal die gleiche Base, zweimal ein Stern. Das ist so mau, kann ich euch sagen. Das hat mich so, ach, wie sage ich das immer, so abgefuckt. Ah, ja, naja, egal. Was willst du machen? Augen zu und durch und weiter üben. Ja, ich muss eigentlich auch ein bisschen mehr üben, vor allen Dingen mit dem Rathaus 12er hier. Mit den anderen Rathäusern glaube ich, so mit 9, 10, 11, da bin ich ganz gut dabei. Aber mit dem 12er hier habe ich aufgrund irgendwelcher Defizite einfach mal Schwächen, hier so ein bisschen voranzukommen. Aber der Frankie macht das echt super hier. Schöne 3 Sterne, 1 auf 16, das ist nicht ganz weit weg. Das war vielleicht jetzt ein bisschen mauernd weit weg. Aber ich glaube, es war jetzt kein 11er, sondern es war schon 12 gegen 12. Und also wie gesagt, der Frankie hier übt immer wieder und irgendwie, ja, machen die Kameraden das immer besser. Wir haben trotzdem 61-60 gewonnen. Wir haben endlich unsere rote Last so ein bisschen hinter uns gehabt. Ihr könnt das hier im Warlock sehen. Unser Warlock ist auch öffentlich, also das kann jeder einsehen. Dass wir 3 Niederlagen hatten und jetzt endlich mal wieder ein Sieg, auch gegen Kaboom 2. Glückwunsch nochmal, haben wir nicht so toll gespielt, muss man sagen, obwohl da beide Clans recht auf Augenhöhe waren. Wir haben es effektiv scheiße genutzt und ihr könnt euch aber mal in der Schnellfassung meine bescheidenen Angriffe ansehen. Ihr seht das, ein Stern und nochmal ein Stern. Und das Schlimme war, dass ich zuerst die Nummer 7 angegriffen habe. Ich mache euch das mal zweimal schnell, dann können wir gleich noch ein bisschen AGs schauen. Also, wo ich gedacht habe, ja, das schaffst du irgendwie, der Adler, es hat mich so ein bisschen der Adler gelockt. Der Adler hat mich ein bisschen gelockt, hier einen Queenwalk reinzumachen und irgendwie den Adler zu schaffen. Also erstmal den Babydrachen hier weggegiftet. Die beiden Eisgolems sind jetzt nicht so schlimm. Liegt einfach daran, dass die zwar Nerven und Zeit kosten, aber es schießt nichts auf mich. Also auf die Queen gibt es keinen Beschuss. Und deswegen hatte ich gedacht, ich funnel hier hinten über die Ecke. Das ist mir aber nicht ganz gelungen. Und Queen immer noch, also die Queen ist noch dabei. Nur jetzt habe ich irgendwie alles dann vertauscht. Also Karre vorgeschickt. Eigentlich sollten die Eisgolems davor gehen, damit die ein bisschen die Karre tanken. Und vorsorglich schon mal hier den Sprung übers Rathaus geschickt. Warum auch? Da kommt ja keiner hin. Ne? Da kommt keiner hin. Und dementsprechend wird das hier so ein bisschen so ein Rundlauf in die Base hier rein. Dann kannst du nur noch hoffen, dass deine restlichen Truppen hier irgendwie den Rest hier so schaffen. Es ist mir aber nicht gelungen. Also ich muss definitiv mehr üben, kann ich ja sagen. Ich schaue immer viel Videos. Ich habe die Tage auch mal ein Video vom Boom gesehen. Denn der saß einen Tisch an der Loke Clash neben mir. Vielleicht hätte ich ihm einfach mal ein bisschen über die Schultern gucken sollen und einfach mal zuhören, was der denn so meint und was der so sagt.
Vielleicht wären das hier auf diese einfache, vermutlich recht einfache Base, denn doch ein paar mehr Sterne gewesen als diese eine. Und ihr könnt das hier, ich mache euch die 18 auch nochmal eben, als schlechtes Beispiel, einmal voll, also auch einmal auf X2. Da habe ich gedacht, ich gehe mal ein bisschen anders vor. Exakt gleiche Base. Ist auch der Hammer, weißt du? Du machst zweimal die gleiche Base, machst zweimal den gleichen Fehler. Okay, der hier hat jetzt eine etwas andere Clanburg, aber nichtsdestotrotz ist mir genau in diesem Stück hier gleich der riesengroße Fehler passiert. Ich mache das mal auf so halb. Oder auf 1 reicht, glaube ich. Auf 1 reicht, glaube ich. Also hier nochmal den Loon vorgeschickt und einen Elektrodrachen, dass die dicken Lager hier weggehen. Päcker noch mit dazu als Unterstützung. Hier hinten schon mal die Bauhütte gemacht. Und dann kommt jetzt gleich eigentlich mein kleiner großer Fehler. Denn ich setze die Päcker nicht zuerst, sondern die Bowler zuerst. Das ist auch so scheiße. Also erstmal Maschine, Bowler, Riesenbombe. Jawohl. Und hier unten sind, glaube ich, auch nochmal Riesenbomben verteilt. Da sind sie, zack. Und schon alle Bowler im Sack. Und irgendwie habe ich es verpeilt. Ich denke, ach du Scheiße, was sind noch zwei Päcker? Also die Päckers hier mit reingeschickt. Recht spät, etwas zu spät, würde ich mal so sagen. Und auch hier den Sprung irgendwie. Warum setze ich den Sprung immer nur aufs Rathaus? Ich meine, das Rathaus hätte ich jetzt auch mal frosten können oder vielleicht mal einen von den Infernos hier. Denn mein Päcker wäre da fast rangekommen. Hätte Fahrradkette. Ja, hätte ich dort etwas gemacht. Also ich muss definitiv mehr üben. Mehr üben ist auch dieses Thema, das Videos hier. Und ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Friendship Challenges oder auch mal beim Farm so ein bisschen üben. Denn ich baue ja vor allen Dingen, weil ich hier nichts mehr brauche, außer ganz, ganz viel Mauern, kann ich eigentlich immer mit irgendeiner netten Truppe losmarschieren und kann auch beim Farm so ein bisschen was üben. Also immer mal wieder meine CK-Truppen bauen. Aber trotzdem, es hat mich ein bisschen abgewurmt, so will ich mal sagen, dass ich hier nicht einmal, ich hole nicht einmal mehr als 2 Sterne. Ich habe auch scherzhafterweise bei meinem zweiten Angriff gesagt, wo kann ich denn noch vielleicht mal einen Stern mehr holen als 1 Stern. Es ist ganz, ganz komisch. Kann ich euch sagen, ganz, ganz komisch, aber ich denke mal, ich habe jetzt eine CK-Truppe hier am Start. Das könnte eine CK-Truppe sein oder fehlt noch eine einzige Truppe fehlt da. Warte mal. Da fehlt noch ein Bogi, der Glücksbogi hier. 280. Und ich würde sagen, ich suche mal einen Gegner, der so ein bisschen CK-ähnlich ist. Ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt in der Liga, wo man CK-Gegner findet. Aber mal sehen, vielleicht wird das ja doch was. Der hat eigentlich so scheißen viele Ressourcen für mich, aber ich nehme ihn nicht mit. Ich will ja einen CK-Gegner haben. Ihr würdet mir den Augen rollen, was ich jetzt eben weggeskippt habe, nur um mal eine ordentliche Base zu finden hier. Also die Base hier scheint mir ganz gut zu sein. An der kann ich einfach mal ein bisschen was, üben. Die Queen steht dort so ein bisschen in Nähe, ja, wo ich denke, da kannst du was reißen, Toto. Also gehen wir hier mit unserem Queenbock voraus. Die Queen können wir schon mal machen. Ich meine, so sieht keine CK-Base aus, sage ich jetzt mal. Und die haben wir jetzt auch echt gerade mal so gepackt, okay. Also kannst du jetzt weiter reingehen mit was eigentlich? Mit dem hier und wir nehmen den Eisigen da nochmal mit bei. Einmal hier unsere Karre hier reingeschickt. Jetzt schicke ich mal die 3 Päcker hier vor. Die habe ich ja eben mal so super vergessen. Oh, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Karre schon so früh geöffnet. Shit. Da müssen die da mal jumpen. Ah, jetzt habe ich die Karre. Ich habe da versehentlich gerade raufgeklickt. Okay, mal sehen. Mal sehen, ob wir das noch retten können. Aber auch, glaube ich, das ist wieder so ein blöder Rundlauf hier, muss ich mal so sagen. Queen gestorben. Tolle Wurst. Super, aber jetzt geht da doch noch ein bisschen was rein. Okay, mal sehen, was wir alles so freezen können. Und vielleicht auch noch hier reinbringen können. Der King holt uns das Rathaus. Ich meine, 2 Sterne retten ist ja auch nicht schlecht. 2 Sterne retten ist auch nicht schlecht. Mann, ey. Jetzt hätte es mich schon fast wieder gewurmt, dass ich die Base farmmäßig noch nicht mal mehr packe. Aber so ein paar Ressourcen sind drin hier. Der Multi-Inferno muss jetzt noch fallen. Komm, Inferno. Mach den Inferno, oder?
Jawohl, da ist er weg. Und ich habe noch ein paar Haie am Start. Das ist natürlich sehr cool. Gab ja gerade die Tage so eine Folge, beste Truppe oder meistgenutzte Truppe. Ja, es sind bei mir auch die Heiler, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass ich hier CK-Angriffe nachstelle. Ich meine, das war jetzt auch wieder so eine Rundum-Base. Ich denke mal, da ihr wisst schon genau, was hier jetzt stehen bleibt. Kann ich mir jetzt vorstellen. Aber gut, wir haben die Ressourcen hier geholt und wir hauen jetzt gleich auch ein bisschen im Sack. Denn auch bei mir in der Base muss ich jetzt mal ein bisschen was tun. Ich habe jetzt noch so viele Mauern zu farmen, dass ich mal wieder Sorge habe, dass ich es vom nächsten Update nicht schaffe. Was ich hoffentlich nicht wirklich glaube, aber irgendwann kommt Supercell und haut halt die nächsten 13 Mauern, die nächsten 50 Mauern raus und sagt so, das war's, aber okay, den haben wir fast auf Null gepackt. Naja, 88%, das wären in jedem Fall mehr Prozente. Nein, mein erster Angriff war ja 92% eben. Das wären auf jeden Fall mehr Sterne als in meinen CK-Angriffen. Der hatte jetzt auch keine Clanburg, kein gar nichts, egal. Ich übe trotzdem weiter mit dieser Truppe, denn so ein bisschen kann man dann natürlich umstellen, aber eher wenig. Und warum ich eigentlich meine Nägel mit Köppen, wir machen hier jetzt mal so ein bisschen in der Base weiter. Halt, das kann ich nicht machen. Einmal hier, einmal da. Jetzt sind wir fast blank. Was ich auch noch nicht gemacht habe, ich habe mir die ganzen Runen und so alle nicht abgeholt. Die habe ich hier noch alle. Irgendwo habe ich hier eine Goldrune. Uses, also wir machen jetzt mal wirklich ganz, ganz fett und hart Mauern. Elex in Home Village. Einmal 12 Millionen, dann hauen wir jetzt noch mal ein paar Mauern in den Sack. Ist einfach mal so, das muss ich auch mal machen in so einer Folge. So, 1, 2, 1, 2, eieiei, na komm, da sind wir schon auf 0. Einmal auf 0 bitte, okay. Das ist ja echt krass. Einmal kurz auf Null. Das habe ich auch echt mal selten gesehen, dass ich mal wirklich super auf Null war. Aber ich glaube, ich bin jetzt unter 100 Mauern. Ich bin unter 100 Mauern hier, 96 Stück. Und ihr seht das, 2 Tage 14 ist meine Kanone hier auch fertig. Aber das ist alles nicht ganz so schlimm, denn ich habe hier ein bisschen Clanburg. Denn es ist schon mal vorgekommen, dass ich hier Null hatte. Und konnte dann nicht mehr angreifen, weil ich einfach nichts mehr hatte zum Suchen. Das ist auch der Hammer. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen A zum Suchen. B kann ich ja schon bald wieder 2 Mauern machen, wenn ich mich noch ein bisschen anstrenge. Wenn ich hier nämlich noch ein bisschen über einmal mit Bodenwut. Ich hoffe, die kurze Folge hat euch gefallen. Denkt dran, ich blende das hier unten. Da unten. Heute mal ein. Da. Live auf Twitch heute Abend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn nicht, habt ihr halt was verpasst. Wir machen ein bisschen CK. Wir machen den sogenannten Mid-Clash. Das Motto bleibt jetzt auf Twitch, zumindest auf Mittwoch. Und es gibt immer ein kleines Zweitmotto. Aber wir machen so das Übliche. Die mich da schon ein bisschen länger kennen, wissen, was wir dort machen. Und es wird in jedem Fall Live-CK geben. Es wird natürlich ein bisschen Farm geben. Es wird ein bisschen Klön geben. Also alles vom Allen. Bei mir in den Livestream gibt es eigentlich immer so einen bunten Mix, so eine schöne Tüte, wo alles drin ist, hoffe ich. Einfach mal, alter Falter. Und ich würde sagen, bis dahin, ja, bis heute Abend, euer Toto. Clasht. Meine Herren.